Einen wunderschönen guten Tag und schön hast du wieder eingeschaltet zu Die Siedler 3, sechste Kampagne der Asiaten. Missionsname ist Aufbau und Aufbruch. Siegbedingungen, zerschlagen sie die Siedlung ihrer Gegner. Niederlagebedingungen, sie haben ihren Startpunkt verloren. Damit ist der hier gemeint. Ich habe vorhin versucht zu starten und habe gedacht, cool, wenn da Türme sind, kann ich die ja einreißen. Hier hat es vier Türme oder sowas. Wenn ich davon zwei einreiße, ist das Spiel verloren. Also zwei, also darf nicht mehr als zwei einreißen, was hier ist. Das heißt, ich muss hier auf dieser Insel hier zwei stehen lassen. Gut, was haben wir noch? Wir werden sicher darüber segeln. Wird sicher noch ein Weilchen dauern. Versuchen Sie auf der Insel im Westen zu landen, dort Ihre Nahrung zu produzieren. Die hier. Da ist ausreichend Platz, aber Sie werden alles, was Sie zum Aufbau benötigen, dorthin liefern müssen. Ja, na dann. Werden wir sehen. Gut. Hüpfen wir rein. So, das sind die vier Türme, die ich meinte. Zwei kann ich einreißen. Wenn ich noch einen einreiße, der dritte, ist das Spiel verloren. Und dass das mal schon mal gesagt ist, dann reiße ich den großen ein, plus der hier. Ich nehme da mal die Einheiten, ziehe da mal ein bisschen runter. Wir haben hier einen Steinmetzförster. Dann baue ich hier nochmal einen Holzfäller hin. Was irgendwie nicht geht. Dann mache ich hier nochmal einen Holzfäller. Ne, den mache ich nicht hier, den mache ich hier oben. Dann, ihr könnt da mal ein bisschen schauen, was wir da alles an Erz haben. Du kannst ja mal ein bisschen entdecken gehen. Vielleicht finden wir ja wieder was Tolles. Ich weiß ja auch nicht, was da oben alles ist. Wäre vielleicht schlecht, wenn wir die Siedler da oder die Soldaten dann rüberholen können. Hier ist ja hier der Engpass. Das scheint der hier zu sein. Der gute Sumpf. Da finden wir ja wieder wunderschöne Waffen. Wer weiß. Was suchen. Rohstoff versuchen. Ah, gut, hier könnte ich stehen bleiben. Das sieht sich schlecht aus. Ja, mit reichlich Beretta. Was wir sich auch schon mal bauen, ist ein mittelgroßes. Ich kann es irgendwo reindrücken. Ich drücke das hier rein. Kohle. Das ist schon mal sehr gut. Latschen wir direkt hin. Hier haben wir Eisen. Das ist auch wunderbar. Kann der hier eigentlich alles wegholzen, damit wir vielleicht auch die Nahrung gut hier produzieren können. So, jetzt mal eine Idee. Dann die Schmelze und alles gleich hier aufbauen. Die Siedler sind leider alle beschäftigt. Da muss ich warten wegen den Pionieren. Wie weit geht die Kohle? Kann ich da hinten vielleicht noch was machen? Ich weiß es noch nicht. Da habe ich auch genug. Wir bräuchten dann sicher noch eine Fischerhütte natürlich. Ohne Fisch läuft hier nichts. Zumindest mal ein bisschen Nahrung. Und dann bauen wir möglichst schnell eine Anlegestelle. Nee. Werft, glaube ich. Drücke ich hier in die Ecke rein. Welche Soldaten, die hier sind, eigentlich rüberholen. Die Inseln hier sind nicht mal so groß. Damit ich sagen kann, dass es sich lohnt. Börse, da kann ich ja ein bisschen eingrenzen. Wenn nur hier hinten was macht, dann habe ich hier nämlich noch ein bisschen frei an Platz. Wissen wir schon. Lass mal rüber marschieren. Damit
die ganzen Ressourcen schon, das ist optimal. Das hier hin und das fällt dann halt hier. Oder ich noch mal ein bisschen rübersetzen. Wir bräuchten wir dann noch einen Brunnen. Quatsch ich hier rein. Plus eine Mühle und Bäckerei. Das ist da ein bisschen kompakt zu halten irgendwie, aber... Ja. Ist nicht perfekt. Da, warte mal, weiter oben, das soll zuerst mal hier frei machen, dass wir da Reis anpflanzen können. Dann bräuchten wir noch Platz für die Eisenschmelze etc. Mal suchen, was wir da drin haben. Rekruten. Schwefel. Na dann. Ist zumindest mal nichts. Ja, auch nicht. Bitte auch dahin. Kann ich die dann auch gleich rüber schicken auf diese Insel. Sehr schön, da haben wir die ersten paar. Die ersten fünf. Die können wir uns mal hier hin und einnehmen. Und dann nehme ich nochmal fünf. Und hier hin. Jetzt nochmal ein bisschen Kohle. Eine Schmelze, haben wir da schon Platz dafür? Hier will ich nicht. Sollte mal freiholzen, dann kriegen wir das irgendwie sicher reingedrückt. Kann ich irgendwo nochmal einen Holzfäller hinbauen? Hier hin. Nach vorne versetzt. Land einnehmen. Hier auch. Und ich habe noch Sitzen über. So, dann mal ein Steg. Eine Fähre. Handelsschiff. Noch eine Fähre. Braucht dann Eisen, ne? Ne, nur 5 Bretter. Eis. Ist doch perfekt. Dass das der einzige Zugang ist, ist es eigentlich auch genial. Schauen, wie kompakt wir hier irgendwie was reindrücken können. Vielleicht bringen wir ja sogar eine florierende Wirtschaft hier rein. Brauche ich dann nochmal eine Kohle hin. So, habt ihr toll gemacht. Meister kommt auch. Und das würde das gut ausgesetzt. Hat halt ein bisschen längere Laufweg, aber ja, ist jetzt halt so. Da können wir da hinten vielleicht noch was hinbauen. So, schmiedetechnisch. Und hier dann gerne. Ah, hat leider noch nicht Platz. Das Segel ist fleißig mit dabei. Hier kommen die Bretter auch an.
Oder ich bringe die Sachen darüber, mache hier einen Tempel hin. Da muss ich aber die Kohle hinliefern, das ist auch kacke, ja? Ja, der kann auch ein bisschen suchen. Such. Ah, da. Alles Eisen. So ein Holz mangelt es ja nicht, es ist eher das Sägewerk, das sich hinterher kommt. Ich könnte hier einen Steinfluch hinmachen, falls das geht. Bin mir immer noch nicht sicher, ob man dann nicht durchkommt. Hier alles wegmacht, haben wir dann auch wieder reichlich Platz. Und wir müssen zuerst mal die Sachen fertig bauen, die wir jetzt mal da eröffnet haben. Und das da muss fertig werden. Ich brauche noch drei Bretter. 1, 2. Gut, hier sind sie fleißig dran. Noch 2 Bretter. Okay, das Brett ist wohl dahin gegangen. Aber die Stämme werden hier fleißig hingeliefert. Können wir dann eh nichts bauen, also ja. Hoffe, der kommt nicht zu schnell. Wir da ein bisschen der Möglichkeit haben, zumindest ein bisschen was an Einheiten zu produzieren. Ein Brett. Da ist es das hier. Oder es kommt hier hin. Zu der Mühle. Ja, Mühle. Dann mache ich hier irgendwo nochmal einen Steinbruch reinigen. Vielleicht hier in die Ecke rein. Das hier da mal wegkriegen. Sogar Platz. Das ist schon der Steinbruch, oder? Nicht, dass ich da wieder irgendwelche Forsthütten aufbaue. Eisentechnisch sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Ah, wird das letzte Brett sein? Sieht fast danach aus. Gut, für die Mühle braucht es jetzt Weizen. Haben wir auch. Brauchen wir dann einfach eine Arme. Wenn das irgendetwas, also ja. Ihr wisst, wie es ist. Juhu. Haben wir die doch mal gleich ein. Runter hin. Mehr Platz. Ah, oh, schade. Na dann, kurz rüber. Nicht dahin.
der auch noch rein. Mit Schiffen bauen warte ich noch weiter. Ja. Brauchen das Holz momentan eher für andere Sachen. Jetzt sind die da oben. Geht voran. Du kannst hier nochmal in die Ecke schauen, was wir da haben. Nichts mehr. Okay. Wäre entladen. Ja. Die da mal hier hin. Hier hätten wir Gold. Aha. Hm, haben wir es hier. Schon bei Gold sind, müssen wir ja noch die Lebensmittel richtig einstellen. Ja. Ich glaube, der Fisch weggetragen, oder? Ja, sehr gut. Mal da oben hin. Hier dann was hin. Genau. Möglichst neu hier hin. Dann bräuchten wir noch eine Schnapsbrennerei. Die kann ich hier nicht hinbauen. Ach, ich brauche einen Platz. Mehr Kohle wäre schön. Das verbauen will ich nicht. Vielleicht kann ich da oben was reindrücken. Und dann bräuchte ich mir noch Platz für die Kaserne. Auch fertig. Äxte habe ich noch wie viele? 5 Stück. Weißt du was? Ich sag dem, das soll hier oben wegmachen. Das klappt besser. Dem sage ich es auch gleich. Bisschen längerer Laufweg, aber scheiß drauf. Wir brauchen den Platz. Den Holz. Einfach nicht Platz hier drin. So ein Müll. So, noch ein Holzfäller. Und auch dann hier. Auch schon mal ein bisschen darüber. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Vielleicht reicht es dann auch dann hier oben irgendwie. Oder ich gerade so danach aus. Fällt ja hier auch nicht mehr. Nichts, was ich da noch fertig einnehmen. Ach, so ein Scheiß. Ich hätte eine Kaserne Platz. Interessant. Das hier nicht. Ja, hoffen wir, dass wir da oben irgendwas hinkriegen. Sonst mache ich hier oben nochmal. Nee, kann ich nicht. Enno! Hier kann ich eine Fischhütte bauen. Das ist doch schon mal wieder was. Dann mache ich, wenn wir da vorne sind, hier einen Spähpunkt hin.
dass der weg ist, kriegen wir hier was hin. Da weiß ich noch nicht. Vielleicht eher hier in die Ecke rein. Können wir hier vielleicht die göttlichen Sachen aufbauen. Ja, gleich die Schnapsbrennerei plus... sag schnell. Der kleine Tempel. Da habe ich alle. Die mal hier hin, die können da so hier entlang alles einnehmen. Die sind auch bald fertig, die können auch den Schniefel da vorne nehmen. Dann schauen wir gleich mal hier oben, wie das hier so aussieht. Immer noch nicht. Wenn ich mal eine Fischerhütte hinkriege. Dann einlagern. Wird das hier alles wieder aus? Wie Steine einlagern, weiß ich noch nicht. Wir machen es nicht immer für Gold. Waren, so gesagt. Okay, schneller. Yes, wusste ich's doch. Ist da in die Ecke rein. Aber wie die schmelzen, bräuchten wir noch den Waffenschmied plus die Kaserne. Kaserne würden wir hier hinkriegen oder hier. Hier wäre eigentlich nicht schlecht. Dann noch den Waffenschmied, aber dann kann ich hier nicht machen. Das geht nicht. Vielleicht. Sollen wir die Sachen hier wegräumen? Also soll hier nochmal weiter holzen. Wir gehen dahin. Hier sind alle hier brav beschäftigt. Viele Siedler habe ich noch im Geschoss. 14 ist nicht gerade viel. Ne? Ja, ja, ja. Wunderbar. Will ich hier eigentlich mal so ein Bündchen hinbauen? Dann will ich mal testen. Die kommen durch die Steine durch. Das bringt mir nichts, wenn ich Steinflüche mache. Verdammt. Wenn du sie hörst, ist es ein bisschen blockieren. Und dann viele Bogenschützen dahinter. Das wäre eine Möglichkeit. Ich da mal nach oben. Eher so in die Richtung. Weißt du, hast auch einen weiteren Laufweg. Ich lasse dich mal.
Ist nicht einfach. Zumindest jetzt schon mal Brot produziert. Lagerhaus brauchten wir dann auch noch. Können wir das jetzt hier oben hinbauen? Nö, geht auch nicht. Wir müssen wirklich alles abholzen, was wir können hier. Anders geht's fast nicht. Vielleicht können wir hier doch der ein oder andere Bauernhof hinbauen. Ein bisschen weiter im Laufweg. Die vielleicht nochmal, oder da hinten halt, ein Reisbauer. Und hier dann die Tempelsachen hin. Wortwörtlich gleich hier, hä? Britta, Britta und nochmal Britta. Hier war noch ein kleines rein. Hier will ich nicht. Höchstens da unten. Oben geht auch nicht. Wir müssen warten, bis wir die Waffenschmiede haben. Danach können wir schauen. Ich könnte vielleicht das hier abreißen, aber ich weiß nicht, ob die dann wieder sauer wären. Kriegen wir hier ein bisschen Platz, aber ich denke nicht, dass wir da... Doch, kriegen wir. Nice. Wird auch gleich ein bisschen Beretta. Ich baue das Lazarett. Der Reisbauer noch hinmachen will. Oh, er ist da unten. Warte mal weg mit dem Zeug. Vielleicht kann ich ihn weiter oben hinsetzen. Perfekt. Mal hinten rumlaufen, egal. Dann. Dann können wir hier noch nicht. Schade. Habt ihr schon gedacht. Ja, dann seid ihr halt sauer. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Das kann ich da nicht reindrücken. Hier könnte ich was hinbauen. Machen wir. Wenn wir dann hier auch die Möglichkeit haben zu rekrutieren. Gut, aber das war es leider auch schon wieder für heute. Ja, es geht einigermaßen voran. Ich hoffe, der kommt einfach nicht so schnell. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch wieder einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Die Siedler 3. Ciao zusammen!